Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner und wir machen heute ein kleines Fajo-Gleichgewichtstraining. Das heißt, wir werden diverse Muskelgruppen trainieren, die mit dem Gleichgewicht etwas zu tun haben. Und auch diverse Übungen, die eben aus dem Fajo sind und dann eben das Gleichgewicht mit trainieren. Und wir fangen einfach mal mit den Füßen an, wollen die erstmal so ein bisschen abrollen. Das heißt, du nimmst dir vielleicht einmal deine kleine Faszienrolle hier oder auch einen Tennisball, wenn du nichts anderes zur Verfügung hast, und legst das einfach mal so vor dich hin. Und dann gehst du dort mit dem linken Fuß vorne auf Höhe der Zehen ungefähr drauf. Gibst relativ viel Gewicht auf diese Rolle und rollst dann eben ganz, ganz langsam mit wirklich einer Menge Druck auf dieser Rolle nach vorne. Bis du dann ungefähr so an der Ferse hinten angekommen bist. Das kann 10 Sekunden dauern, das kann 20 Sekunden dauern. Bis du dann irgendwann von der Rolle quasi runterfällst. Und dann machen wir dasselbe nochmal. Ich mache es mal nach vorne, dann sieht man es nämlich besser. Indem wir jetzt die Außen- und Innenseite abrollen. Und du hast vielleicht schon gemerkt, dass dein Gleichgewicht auch schon bei dem Rollen so ein bisschen trainiert wird. Denn so eine Rolle ist ja nicht unbedingt hundertprozentig stabil. Du hast jetzt deinen Fuß da drauf und sollst jetzt aber die Außenkante des Fußes belasten. Das heißt, so als ob du so ein bisschen umknickst, so sollst du jetzt auf der Rolle sein, wie du es hier siehst. Und dann rollst du langsam die Außenseite. Und je größer jetzt auch der Abstand hier der Füße wird, umso instabiler wird das Ganze und trainiert dann auch schon so ein bisschen das Gleichgewicht. Und dann auch, bis du quasi von der Rolle wieder runter gehst. Und jetzt machen wir dasselbe auch nochmal mit der Innenseite. Das heißt, auch wieder mit dem Fuß vorne auf die Rolle. Und jetzt aber die Außenseite des Fußes hochziehen und die Innenseite ein bisschen mehr belasten. Und dann langsam wieder nach vorne rollen. Bis du hinten an der Ferse wieder angekommen bist. Und dann machen wir dasselbe natürlich auch nochmal mit der anderen Seite. Erstmal machen wir wieder die gerade Linie, stellst dich mit den Zehen drauf und dann langsam nach vorne rollen. Vielleicht versuchen wir mal so 15 Sekunden anzupeilen, bis wir an der Ferse sind. Das ist ein gutes Tempo. Und dann eben dasselbe wieder mit der Außenkante. Also ziehst du einmal die Innenseite hoch und belastest jetzt mehr die Außenkante des Fußes. Rollst da so ein bisschen nach vorne. Und dann dasselbe auch nochmal mit der Innenseite. Und wenn man sich nach dem Rollen dann hinstellt, dann merkt man vielleicht, wie jetzt so ein bisschen die Fußsohlen am Boden kleben. Das liegt jetzt einfach daran, dass durch diesen Druck von unten so ein bisschen das Gefühl der Fußsohle akut erhöht ist. Vielleicht ist die Fußsohle auch so ein bisschen entspannter, wodurch sie ein bisschen platter auf dem Boden liegt. Das ist eigentlich eine nicht schlechte Sache für die Propriorezeption, also für die Empfindung des Fußes, den Kontakt mit dem Boden. Wir machen das Ganze jetzt auch nochmal mit der Kugel. Denn da ist das Ganze dann durch noch mal ein bisschen intensiver und auch gleichgewichtstechnisch auf jeden Fall ein bisschen herausfordernder schon. Das heißt, du stellst dich dort einmal drauf und dann versuchst du einfach mal die ganze Fußsohle vielleicht mit so kleinen kreisenden Bewegungen abzurollen. Machst dir ruhig ein bisschen schwierig, dass es auch dein Gleichgewicht schon gleich ein bisschen fordert. Beim Gleichgewicht halten generell hilft es einem immer, einen bestimmten Punkt im Raum zu fixieren, dort fest drauf zu gucken, dann kann man das Gleichgewicht besser halten.
Das kann man machen, wenn man es sich leichter machen will. Oder wenn man es schwerer machen will, dann mache ich das eben bewusst nicht oder schaue wild im Raum herum. Das macht es dann wieder schwieriger. Also passt das Ganze einfach so an, wie du es quasi brauchst. Ein Gleichgewichtstraining ist in gewisser Hinsicht wie ein oder wie jedes andere Training auch. Man muss sich fordern, aber eben nicht überfordern, aber eben auch nicht unterfordern, denn sonst bleibt eben alles, wie es ist. Wir haben jetzt hier mal die Seite gewechselt. Auch hier ein bisschen Fokus auf die Außen- und die Innenseiten legen, dass du da schön dran vorbeikommst. Gut, und somit haben wir dann die Füße auch schon ein bisschen abgerollt und machen jetzt mal zwei Übungen für die Füße, die vor allem dann wichtig sind, wenn deine Füße vielleicht gar nicht mehr so gut beweglich sind. Denn wenn deine Füße nicht mehr gut beweglich sind, dann hast du auch wahrscheinlich weniger Kontrolle über die Füße beim Gleichgewicht halten. Und hast vielleicht generell deine Füße gar nicht mehr so viel trainiert in letzter Zeit oder auch schon jahrelang. Und da kann es einfach nicht schaden, wenn man da mal ein bisschen guckt, wie so der Stand ist. Als erstes machen wir eine Übung, wo du dich so hinsetzt, wie ich jetzt hier sitze. Hast dann dein linkes Bein auf dem rechten Knie und schnappst dir jetzt deinen Fuß von oben, also quasi deine Handfläche ist auf den Zehennägeln und jetzt möchtest du deine Zehen nach hinten ziehen. Dadurch wird dein Fußgelenk in die Dehnung hier gebracht und jetzt aber auch ein bisschen Fokus auf den Füßen wirklich. Das heißt, du solltest versuchen, deine Zehen wie deine Hand einzukrallen. Also deine Hand kannst du so zur Faust machen und mit den Zehen geht das natürlich nicht ganz so gut, aber es geht schon auch. Es ist derselbe Gelenkaufbau. Und deswegen können wir auch die Zehen einrollen und haben dann vielleicht eine relativ starke Dehnung hier im Bereich des Fußes. Wir achten auf eine ruhige Atmung. Genau. Und drücken jetzt mal die Zehen nach vorne, und zwar alle fünf, gegen unsere haltende Hand. Die Zehen versuchen nach vorne zu kommen. Das klappt aber nicht, das darf nicht funktionieren. Und dann lassen wir wieder locker und ziehen die Zehen noch ein bisschen weiter wieder zurück. Und jetzt können wir vielleicht noch ein zweites Mal mit den Füßen nach vorne rücken oder mit dem einen Fuß, den wir ja gerade üben, nochmal nach vorne drücken, anspannen. Und dann wieder locker lassen und nochmal wieder so ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Die Dehnung sollte gut intensiv sein, aber noch gut machbar. Und jetzt drückst du noch ein drittes Mal mit deinem Fuß nach vorne, strengst dich da nochmal 5 oder 10 Sekunden richtig an. Richtig nach vorne drücken, 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 drücken. Und dann wieder lösen und nochmal den Fuß ein bisschen nach hinten ziehen. Jetzt musst du loslassen, denn irgendwann muss dein Fuß natürlich auch mal selber wieder arbeiten. Deswegen nimmst du jetzt die Hände komplett weg und versuchst jetzt aber deinen Fuß noch mal in dieser Ballerina-Fußhaltung zu halten. Vielleicht schaffst du es sogar, dass du keinen Krampf kriegst, wenn du das das erste Mal machst. Vielleicht kommt er aber auch, ist nicht schlimm. Dann einfach kurz rausgehen, noch mal probieren und dann ein bisschen sanfter, damit eben der Krampf nicht gleich kommt.
So, und dann lässt du wieder locker und kannst deinen Fuß jetzt so ein bisschen bewegen und machst die andere Seite. Wir nehmen jetzt den rechten Fuß auf das linke Bein, schnappen uns hier wieder unseren Fuß, unsere Zehen und biegen den wieder nach hinten einmal weg. Ich habe mich jetzt einfach mal gerade gegen die Wand gesetzt, weil das leichter zu halten ist. Also ein kleiner Tipp, wenn du Schwierigkeiten hast, so lange relativ gerade zu sitzen, dann lehn dich einfach gegen die Wand an, weil jetzt liegt der Fokus eben auf dem Fuß und nicht irgendwie auf dem Rücken oder auf den Beinen. Und deswegen machst du dann so bequem wie möglich. Du kannst dich auch auf den Stuhl setzen. Wichtig wäre jetzt einfach, dass du den Fuß hier in die Übung mit einbindest. Und jetzt können wir mal wieder versuchen, mit dem Fuß nach vorne zu drücken. Gegen unsere haltende Hand hier. Versuchen wir richtig stark nach vorne zu drücken. Und lassen dann aber auch wieder locker und können den Fuß noch mal wieder ein bisschen nach hinten ziehen. Und auch noch mal ein kleiner Tipp, wenn du hier einen Krampf kriegen solltest, dann nimmst du einfach deinen Daumen von der anderen Hand und haust dir den richtig stark in die Fußsohle rein. Meistens in der Mitte klappt es am besten, aber such einfach mal, welcher Punkt dir da am besten hilft, den Krampf zu verhindern. Wenn er schon da ist, dann wird er vielleicht verschwinden, aber am besten ist es, wenn man so merkt, oh, da könnte gleich einer kommen, dann fängt man an, den Daumen da reinzudrücken und dann klappt das in der Regel ganz gut, dass der eben nicht kommt. Wir drücken jetzt noch ein zweites Mal mit dem Fuß nach vorne gegen unsere linke Hand in diesem Fall. Versuchen da noch mal alles rauszuholen. Hier dieser Bereich, der spannt sich jetzt noch mal ordentlich an. Und dann lassen wir da auch noch mal wieder locker, ziehen den Fuß noch mal ein bisschen zurück. Auch die Zehen werden noch mal ein bisschen eingerollt. Und jetzt sind 2 Minuten fast rum. Und wir lassen jetzt einmal los und halten das jetzt auch noch mal wieder. Wir versuchen noch mal 10 Sekunden maximal in diese Dehnung reinzukommen. Auch hier kann dieser Tipp mit dem Daumen durchaus helfen, dass wir da keinen Krampf bekommen. Und dann lässt du aber auch langsam wieder locker und kannst den Fuß auch noch mal so ein bisschen bewegen. Jetzt die zweite Fußübung. Fangen wir einfach mal mit der rechten Seite an. Du setzt dich so hin, wie ich jetzt hier bin, oder wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann lässt du diese Position bei und kannst jetzt deinen Fuß hier vorne unterhalb der Füße greifen. Also jetzt nicht mehr von oben ziehen oder drücken, sondern von unten quasi. Und ich mache das ganz gerne so, dass ich den Fuß hier vorne so aufsetze und dann schnappe ich mir hier meine Zehen von unten. Und versuche sie jetzt ein bisschen umzubiegen und den gesamten Fuß in Richtung Schienbein zu ziehen. Und dadurch könnte es eben sein, dass jetzt deine Fußsohle wirklich stark zieht. Manchmal ist man da auch wirklich gut beweglich und dann merkt man da gar nichts. Das kann auch sein. Wenn das der Fall ist, dann spul vielleicht einfach 5 Minuten vor und komm zur nächsten Übung. Aber wenn das stark zieht, dann solltest du diese Übung auf jeden Fall öfter mal machen. Jetzt drückt unser Fuß mal gegen unsere Hände nach vorne. Er spannt einmal die Fußsohle an. Die Hände müssen mit ganz viel Kraft dagegen halten. Gegenhalten, gegenhalten, gegenhalten. Und dann wieder lösen und die Zehen nochmal so ein bisschen weiter Richtung Schienbein ziehen. Ein bisschen geht bestimmt noch. Dann nochmal den Fuß nach unten drücken, so stark wie möglich.
Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und wieder lösen und den Fuß noch mal ein bisschen weiter Richtung Schienbein ziehen. Und zum Schluss nehmen wir die Hände weg. Der Fuß arbeitet jetzt noch mal von selber. Er zieht selbstständig noch mal Richtung Schienbein. Konzentriere dich mal ein bisschen auf die Zehen, dass du die noch mal so ein bisschen versuchst, Richtung Knie zu ziehen. Alle einzeln ansteuern. Kleiner Zeh, großer Zeh und alle drei in der Mitte. Und dann lässt du langsam auch wieder locker und bewegst deinen Fuß so ein bisschen. Für die andere Seite könntest du das jetzt genauso machen oder du machst eine Variante, die ich dir jetzt noch mal zeige. Da könntest du zum Beispiel deinen Fuß hier vorne auf den Boden aufsetzen. Guckst jetzt, dass dein Fußballen, also da, wo deine Zehen quasi aufhören und die Fußsohle, wie man das so nennt, beginnt, das muss auf dem Boden bleiben. Und dann versuchst du hier mit dem Knie langsam aber sicher nach vorne zu kommen. Und dabei könnte es eben sein, dass es wirklich relativ stark im Bereich der Fußsohle zieht, stärker als eben vielleicht. Und je weiter dein Knie hier runterkommt, umso intensiver wird es. Bei mir zum Beispiel, da reicht das jetzt völlig aus. Ansonsten könnte man das Knie ablegen, dann setzt man sich noch hin und gibt dann auch noch weitere Intensivierungsmöglichkeiten. Aber vielleicht reicht dir das ja für den Anfang jetzt erstmal. Jetzt sollst du einmal mit deinem Fuß in den Boden drücken. Für 10 Sekunden. Probier das mal. Probier mal richtig stark mit dem Fuß nach unten zu drücken. 10 Sekunden die Fußsohle anspannen. Noch mehr anspannen. Noch mehr anspannen. Noch mehr anspannen. Wieder locker lassen und ein bisschen weiter nach vorne gehen. Vielleicht noch ein kleines bisschen. Vielleicht funktioniert das ja. Und nochmal, deinen Fuß nach unten drücken. Spann den nochmal richtig an. Probier das nochmal, gib da nochmal alles. Und wieder lösen und ein bisschen weiter nach vorne gehen mit dem Knie. Vielleicht geht noch ein bisschen. Und jetzt noch ein drittes Mal den Fuß nach unten drücken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wieder lösen, noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Jetzt ist aber auch wirklich nichts mehr drin. Jetzt ist alles auf Spannung. Das merkt man schon. Also Fußdehnung kann man richtig, richtig intensiv merken, wenn man da nicht ganz so beweglich ist. Das ist schon eklig manchmal. Jetzt gehst du langsam wieder aus der Übung raus und setzt dich hin, streckst dann dein Bein nochmal aus. Und ziehst jetzt auch noch mal 10 Sekunden. Noch mal alles geben. Wir beide zusammen. Wir ziehen jetzt hier noch mal die Füße, den einen Fuß Richtung Schienbein. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1. Und dann langsam erstmal wieder locker lassen. So, wir machen jetzt noch eine Übung, wo wir erstmal die Oberschenkelaußenseite abrollen. Zum Beispiel mit dieser Rolle. Oder mit der hier ginge das auch. Warum erkläre ich dann? Wir fangen jetzt relativ weit links hier an, damit wir relativ viel Platz nach dort haben. Also wenn du einen Raum hast, dann such dir eine Seite aus, damit du richtig viel Platz hast, in die andere Richtung zu rollen. Und fängst dann hier am Fuß einmal an. Nimmst das andere Bein hier so ein bisschen nach vorne, streckst dann das Bein, was du rollen möchtest, aus. Und rollst dann ganz langsam hier das Bein ab.
und dann richtig langsam Richtung Hintern rollen. Der Oberschenkel könnte relativ fies werden. Und wenn du dann am Hintern angekommen bist, dann nimmst du die andere Seite und rollst jetzt einfach von der einen Seite, wo du gerade hingerollt bist, einfach wieder zurück dahin, wo du ja eben gestartet bist. So, jetzt auch langsam Richtung Hintern rollen. Und dann stellen wir uns einmal hin. Und in vielen Varianten dieser Übung, die jetzt kommt, in den anderen Videos haben wir das mit einem Stuhl gemacht, einfach um das Gleichgewicht so ein bisschen aus der Übung rauszunehmen. Jetzt machen wir es aber ohne Stuhl und dadurch wird es eben durchaus eine Gleichgewichtsübung. Du stellst dich einmal hin, nimmst jetzt dein rechtes Bein hier nach links rüber. Der Abstand ist vielleicht so 20 cm. Wenn der Abstand kleiner ist, ja, dann wird das wackeliger. Also entscheid selber mal, was du für dich quasi als optimal fordernd empfindest. Die rechte Fußaußenseite wird auf den Boden gestellt. Dann haben wir noch weniger Kontakt zum Boden, wird auch noch mal so ein bisschen wackeliger. Dann stellen wir uns recht gerade hin und ziehen uns jetzt mit dem Oberkörper mal nach links rüber. Der Oberkörper geht nach links, der Kopf geht auch so ein bisschen nach links. Dadurch, dass wir jetzt auch noch den Kopf in die Schräglage mit reinnehmen, nehmen wir unsere Augen so ein bisschen raus, beziehungsweise die können einfach uns jetzt nicht mehr so wirklich mit der Raumorientierung helfen und deswegen bleibt mehr auf den Füßen hängen. Und spür vielleicht jetzt mal in deinen linken Fuß rein. Du wirst vielleicht merken, wie der so ein bisschen hin und her wackelt, wie der auf links belastet, dann rechts und dann zittert das so ein bisschen. Das sind jetzt deine Fußmuskeln, die arbeiten. Die sind wichtig für dein Gleichgewicht. Und jetzt drückst du mal mit dem rechten Bein ganz feste in den Boden hinein, so feste wie du vielleicht kannst. Also einfach mal wieder alles geben. Dann wieder locker lassen und noch ein bisschen weiter nach links rüberziehen. So, jetzt drücken wir mit dem rechten Bein nochmal in den Boden hinein, so fest wie es geht. Und wieder lösen, noch ein bisschen weiter rüberziehen. Und jetzt langsam wieder hochkommen. Und erstmal bleiben beide Füße am Boden. Da, wo dein rechter Fuß jetzt ist, also dieser hier, da versuchst du ihn jetzt gerade stehend nach oben hochzunehmen. Und da musst du natürlich auch auf einem Bein stehen. Haben wir auch wieder eine Gleichgewichtskomponente mit drin in der Übung. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann stellst du dich wieder auf beide Beine. Und jetzt machen wir die andere Seite. Also hier einmal den linken Fuß nach rechts rübernehmen, das rechte Bein so ein bisschen belasten, also ein bisschen Bein beugen, Oberschenkel ist gebeugt, Knie ist gebeugt, meine ich, gerade hinstellen und dann mit dem Oberkörper mal ein bisschen nach rechts rübergehen. Der Kopf geht auch wieder ein bisschen mit rein.
Und jetzt möchte ich, dass du einmal versuchst, deinen linken Fuß, dein linkes Bein richtig stark in den Boden zu drücken, so fest wie es geht. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Wieder locker lassen, noch ein bisschen weiter nach rechts rüberziehen. Bisschen geht bestimmt noch. Und dann kommst du langsam wieder hoch, stellst dich jetzt auf das rechte Bein und versuchst dein linkes Bein einmal nach oben in die Luft zu nehmen und das Ganze möglichst 10 Sekunden zu halten. 5, 4, 3, 2, 1 und dann Bein wieder normal hinstellen. So, das waren jetzt so ein paar Vorübungen, die auch schon das Gleichgewicht so ein bisschen trainiert haben. Jetzt steigen wir aber einfach mal ein in ein Skyflow-Element aus dem Fayu, was sich ganz speziell mit dem Gleichgewicht beschäftigt, aber eben auch nochmal, was ist fürs Gesäß, für die Beine und auch für den vorderen Hüftbeugerbereich. Das wird teilweise recht schwierig werden. Also probier einfach mal, was du davon so kannst und mach's einfach so gut es geht. Ich werde auch bei einer Seite, bei der rechten Seite, so ein bisschen wackeln und vielleicht auch hin und wieder das gar nicht hinkriegen. Also ja, probieren wir es einfach gemeinsam so gut, wie es geht. Erstmal mache ich es mit links, weil ich es mit links auch besser kann. Du stellst dich auf beide Beine und dann geht aber das Gewicht auf das linke Bein. So, und jetzt nimmst du dein Bein hier einmal hoch, bis du ungefähr 90 Grad in der Hüfte, 90 Grad im Knie hast und streckst dein Bein hier jetzt aus und versuchst dein Bein nach oben hochzuziehen. Wenn du die Arme zum Stabilisieren brauchst, dann machst du das genauso wie ich. Ansonsten nimmst du sie hier nach vorne. Jetzt legst du deinen rechten Fuß auf das linke Knie und versuchst hier in eine Kniebeuge zu gehen und gleichzeitig mit dem Oberkörper nach vorne zu gehen. Ich zeige dir das nochmal von vorne. Da sieht das so aus. Du hast deinen Fuß hier auf dem Knie und dann gehst du hier runter. Und dann kommen wir langsam wieder hoch. Wenn du zwischendurch zum Beispiel absetzen musst, völlig okay. Und jetzt probierst du nochmal dein rechtes Bein anzuwinkeln. Zeigen wir mal so. Und probierst jetzt hier deinen Fuß zu greifen. Und probierst jetzt eben auf einem Bein zu stehen, während du deinen Fuß Richtung Gesäß ziehst. Und dann kannst du dein Bein langsam wieder aufstellen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen die Basic-Variante, also wir könnten das noch länger halten, wir könnten noch ganz, ganz viele schwierige Sachen mit einbauen, aber probier erstmal vielleicht diese Basics hinzukriegen. Jetzt machen wir das Ganze auf der anderen Seite, das heißt, du stellst dich auf das rechte Bein und nimmst dann erstmal dein linkes Bein auf ungefähr 90 Grad, versuchst dein Bein auszustrecken und relativ gerade stehen zu bleiben. Versuchst dann deinen linken Fuß auf den rechten Oberschenkel zu legen und hier langsam runter zu gehen und dann trotzdem relativ ruhig stehen zu bleiben.
guck vielleicht nicht auf mich, Wackelpudding hier, sondern versuch dir einen Raum, einen Punkt zu fixieren, wo du dann ruhig stehen bleiben kannst, zum Beispiel den Boden. Dann kommst du langsam wieder hoch, schnappst dir jetzt deinen linken Fuß und versuchst dich eben auf dem rechten Bein jetzt erstmal ruhig zu halten. Ziehst deinen Fuß in Richtung Gesäß. Versuchst dann auf dem rechten Bein zu stehen. Und dann langsam wieder auf beide Füße stellen. Du hast vielleicht gesehen, bei mir wackelt es auch noch ganz schön ordentlich. Und vielleicht auch noch mal so eine kleine Erklärung generell. Niemand kann bei allen Sachen sehr gut sein. Beziehungsweise vielleicht geht es theoretisch schon, aber wir haben ja auch alle noch einen Alltag. Und wir können eben nicht perfekt sein, was Kraft angeht, Ausdauer, Beweglichkeit, Gleichgewicht. Sondern es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was ist für dich, für deinen Alltag eigentlich von Relevanz. Und so ein gesundes Mittelmaß in allen Bereichen zu haben, so ein bisschen Training für alles zu machen, das halte ich persönlich für das Wichtigste. Vielleicht mit einem Fokus auf dem, was einem besonders viel Spaß macht. Andere Sachen aber auch nicht komplett vernachlässigen. Das ist so ein bisschen meine Philosophie und auch mein Ansatz in meiner Arbeit. Niemand muss einen Spagat können. Niemand muss einen Marathon laufen können, niemand muss 100 Kilo Bank drücken können und es muss auch niemand auf einem Bein für eine Stunde stehen können, sondern einfach so ein bisschen was von allem. Das ist so ein bisschen mir wichtig. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, schreib unter das Video, wie oft du quasi das Gleichgewicht verloren hast oder vielleicht auch nicht. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.